Thank you.
Was willst du? Tochter meiner Mutter, Tochter Clytemnestras, Sie haben etwas fürchterliches vor. Sie wollen meine Befehlung, meine Mutter, und jedes andere Weib, Ich hab's dir vor.
dass sie dich nicht sieht. Stelle dich ihr vor, sie wird ihn gefehlt. Sie schickt tot auf ihr Gebiet. Sie hat geträumt. Und ihr Wort von hier. Sie kommen durch die Gegner. Sie kommen hier. Thank you.
Was Angenehmes sagt, du wärst meine Tochter,
dich vertreibe. Es gibt Bräuche, es muss für alles richtige Bräuche geben. Darum bin ich so behängt mit Steinen, denn es wohnt in jedem ganz sicher eine Kraft. Man muss nur wissen, wie man sie nützen kann. Wenn du nur wolltest, du könntest etwas sagen, was mir nützt. Ich, Mutter, thank you.
Das rechte Wort schon an den Tag. Du hast dich schon verraten, dass du das Recht hast. Wo weißt du?
Ich bin
Womit der Vater, du entsetzlicher, du hast es für den Bruder.
Thank you.
aus dem Haus. Bist eine von den Mägden dieses Hauses? Aus.
Ich fürchte mich. Wie wunderbar sind du.
steht an diesem Leid mir an. Wilhelm Weg geht in Hüfe. Du bist es nun allein, du armes Kind. In diese Tat mir auferlegt.
zu leuchten. Rührt sich keiner von allen diesen Schuften, kann das Volk keine Tucht annehmen. Was ist das für ein unheimliches Weib? Ich hab verboten, dass ein unbekanntes Gesicht mir in die Nähe kommt. Was du, wer weiß ich dir entgegentreten? Darf ich nicht leuchten? Nun, dich geht die Neuigkeit ja doch vor. Lasst uns melden. Oh!